Yo Leute, Sam hier, willkommen zu einer neuen Folge Sam in the Box. Heute baue ich einen Gaming-PC zusammen, ich raste hier völlig aus. Wir haben hier eine geile Grafikkarte, Mainboard, CPU, riesen Festplatte am Start, geile Memory-Sticks und noch dazu haben wir 360mm Wasserkühlung und riesen Netzteil und das bauen wir heute gemeinsam zusammen. Viel Spaß! Wir haben hier eine CPU am Start und zwar Intels schnellste Gaming-CPU i9-9900K. Ihr fragt euch, warum keine Originalverpackung, kriegt man nirgendwo, deswegen habe ich eine Trail-Version. Und dann kommt noch natürlich unser Herzstück von Aorus, unser Mainboard Z390 Master, das ist wirklich von Aorus Top-Ding. Und danach haben wir passend eine 1080 Ti Grafikkarte. Ihr denkt euch so, ah, Sam, du willst doch einen krassen Gaming-PC, warum nicht die 2080 Ti? Ganz klare Sache, 2080 Ti lohnt sich meiner Meinung nach nicht, da ist man mit 1080 Ti super bedient und WQAD kann man alles krass zocken, deswegen 1080. Eine Kühlung muss her, die Intel i9-9900K ist ja super heiß, deswegen brauchen wir eine geile Wasserkühlung und danke an dieser Stelle an Ryzen Tech, dass die mir diesen 360mm Radiator Orcus 360 geschickt haben mit RGB, da hat man natürlich direkt mehr FPS, super geil und super Kühlung. Und für die ganzen Games haben wir natürlich Samsung 970 Evo, haben wir genug Platz, super schnelle Festplatte, natürlich M2, passt auch super aufs Mainboard. Memory Stick darf natürlich nicht fehlen, haben wir von G-Skill, Trident Z, RGB natürlich. Wie ihr wisst ja, RGB muss sein, weil damit können wir schneller und besser zocken. RGB ist einfach krass. Und natürlich ein Netzteil muss her, da haben wir von Corsair 750 Watt Netzteil und ich zeige euch jetzt mal die Innereien. Es soll ja nicht nur gut aussehen, sondern auch was leisten können. Für mich war es halt wichtig, dass ich auch Videos gut schneiden kann. An sich lohnt sich i9-9900K nicht, weil es viel zu teuer ist. Aber man kann hier zum Beispiel bei den Cinebench-Ergebnissen sehen, dass der Unterschied zwischen 8700K ziemlich hoch ist. Das ist sehr gut fürs Videoschneiden. Und beim Computerspielen ist das so, sobald man Full HD zockt, dann spielt es eine Rolle, ob man eine schnellere CPU hat, aber bei zum Beispiel WQHD spielt es keine Rolle und deswegen habe ich bei Tomb Raider bei Full HD 120 FPS und WQHD 85 FPS, dann habe ich Assassin's Creed ausprobiert, das Spiel ist absolut nicht optimiert, deswegen super schlecht, bei Full HD 73 FPS und bei WQHD 61 FPS und dann habe ich zu guter Letzt ein bisschen Shooter gezockt, also Call of Duty Black Ops 4. Da habe ich auf jeden Fall super FPS-Werte, bei Full HD ist das 187 und bei WQHD 132. Das langt auf jeden Fall genug für Competitive Zocken etc. Da sieht man auch bei Full HD, dass der Prozessor einfach abgeht. Ja Leute, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst Kommentare da, lasst ein Abo da, lasst uns die 1000 knacken. Habt Spaß mit dem Video. Tschüsschen.